47, hier ist Diana. Wir haben die Leiche von Hayamoto Junior mit Hilfe des Senders geortet. Dank ihrer guten Arbeit konnten wir seinen Vater ausfindig machen. Das ist ein großer Erfolg, zumal der alte Hayamoto seit 15 Jahren untergetaucht war. Er hat sich auf eines seiner Schlösser zurückgezogen. Das macht die Sache nicht einfacher. Sie müssen jede Menge Wachen und diverse elektronische Überwachungssysteme umgehen, damit sie unbemerkt ins Schloss kommen. Kappen Sie am besten die Stromversorgung der Alarmanlagen. Im Zielgebiet gibt es unzählige Stolperdrähte, Wachen, Alarmanlagen, Wachtürme und ähnliche Scherze. Eine präzise Vorbereitung ist sehr wichtig. Die Wachen sind in höchster Alarmbereitschaft. Planen Sie Ihre Schritte also sorgfältig. Sie finden Ihre Ausrüstung in einem LKW vor den Toren. Wenn Sie Ihre Ausrüstung haben, gebe ich Ihnen die Positionen der Alarmanlagen und der Wachen durch. Noch einmal 47. Holen Sie Ihre Ausrüstung aus dem LKW. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Gehen Sie unbemerkt zum Schloss und deaktivieren Sie die Alarmanlage, bevor Sie eindringen. Jo, und damit willkommen zurück zu Let's Play Hitman 2 Silent Assassin. Und wir gehen jetzt in das versteckte Tal. Mit einer Klavierseite. Verdammt. So, wir müssen jetzt vor allem aufpassen, dass die Wache da uns nicht sieht. Deshalb nutzen wir die Bäume als Tarnung. Das ist natürlich wieder... Jetzt. Er hat ja gerade weggeschaut. Ja. Wirklich so eine typische Schleichmission. Weil wenn die uns erwischt, dann wird ein Alarm ausgelöst und das möchte ich ungern. Na komm, dreh dich weg. Ein schönes Gewehr hat er. Hier kann mir eigentlich nichts passieren. Ich mach mal hier... ja, Spielspeicherstand. Ich habe schon mal aufgenommen, allerdings ging das so, ahndete das so aus, dass ich einen totalen Ausraster gekriegt habe und alle niedergeschossen habe. Und das hat es ja wohl nicht wirklich gebracht, finde ich. Na, somit kann ich wenigstens seine Visage ein bisschen besser sehen. Schönes Gewehr hat er, das muss man schon sagen. Wenn ich es nur bis nach da vorne schaffe, ohne erkannt zu werden. Jawohl, gut gemacht. Oh, da ist aber die nächste Wache, die mich sehen könnte. Speichern jetzt hier nochmal ab. Naja, hier im Schutz des LKWs kann mich die Wache ja eh nicht sehen. So, leider Gottes müssen wir jetzt eine Wache ausschalten. Ich hätte es lieber mit dem Betäubungsmittel gemacht. Geht das auch ein bisschen schneller? Komm, wir erdrosseln die Wand. Witz des Jahres. So eine typische Geduldsübung. Ja, halt die Fresse. Was? Okay, das hat's jetzt nicht gebracht.
Na, vielleicht schaffe ich sogar, mich komplett unbekannt an ihr vorbeizuschleichen. Irgendwie finde ich, dass dieser LKW aussieht wie so ein Volvo-Truck. Ich meine, wenn man mal... Wenn man hier mit dem Fahren kurz mal rüber, hier ist doch eigentlich dieses Volvo-Emblem. Finde ich zumindest. Warten, bis der hinter dem LKW ist, dann versuche ich mal darüber zu rennen. Vielleicht schaffe ich das sogar. Gut. Gut gemacht. Okay, jetzt würde ich gerne... Ach du Scheiße. Nee, da gehen wir doch lieber runter. Ach du Scheiße. Oh oh. Kommt der hier rein? Ja, kommt er. Ach du Scheiße. Oh, wie hat er mich denn jetzt gesehen? Das gibt's doch nicht. Sage mal. Okay, ich beeil mich. Versteck ich, vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht schaffe ich es ja. Hier hinter einer Kiste zu verstecken, ohne dass er mich sieht. Na, jetzt geht er doch nicht da lang. Was? Ey, Leute, dieses Spiel, ne? Also, ich möchte jetzt hier auf keinen Fall irgendwie Mirko nachmachen, ne? Aber im Moment regen mich diese Japaner wirklich auf. Irgendwie der Gesichtsausdruck von ihm ist schon irgendwie episch. Nein, er geht nicht hier rein. Nein, geht er nicht. Wow, Leute, das war eben knapp. Noch ein Stückchen. Noch ein kleines Stückchen. Noch ein klitzekleines Stückchen. Jetzt! Nein, nicht wieder umziehen. Boah, war das jetzt eine schwere Geburt. So. Na, das sieht ja hier auch nicht wirklich besser aus. Gut, ich versuche mich mal an denen so weit wie möglich es geht, mich vorbeizuschleichen. Vorne läuft irgendwie schon die erste Wache rum. Das wird die da sein.
Die dürfen mich nicht sehen. Das ist ja das Gemeine daran. Weil wenn sie mich sehen, brüllen sie gleich wieder. Yame! 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 Oh, siehst du, das meine ich zum Beispiel damit. Ah ja. Schön. Das könnte jetzt kompliziert werden. Das könnte jetzt wirklich kompliziert werden. Oder auch nicht. Oh Mann! Oh, leck mich doch am Arsch, das gibt es doch nicht. Boah, endlich. Was? Oh, ey. Scheiß Drecksjapaner, ey. Ohne Mist. Das ist doch frustrierender als ein Contracts. Die dürfen mich nicht sehen. So, speichern jetzt. Nee. Ich weiß ganz genau, dass ich das gleiche jetzt wieder versemmel. Wo ist die Wache? Wo ist die Wache? Da ist sie. Gut. Wir speichern jetzt hier nochmal ab. Oh, jetzt kann ich erstmal wieder ein Stück laufen. Schön. Oh, oh. Wird die Ladung überprüft. Da kann ich mich nicht reinschleichen. Na komm. Mal hier außen rum. Schock. Schaffe ich es? Ich muss das schaffen jetzt. Diese Schatten sehen nicht gerade. Oh, jetzt habe ich das doch wieder hingekriegt. Leck mich, ich renne einfach durch. Ihr könnt mich mal. Nee, jetzt habe ich endgültig die Faxen dick. Ich renne da jetzt einfach durch. Mir ist jetzt eh alles scheißegal. Vorne ist schon der Ausgang. Yame, yame, für den Arsch. Ich renne einfach weiter, ihr könnt mich mal. Du Bastard, was machst du hier? Ja. Scheiß drauf, da vorne ist der Ausgang. Haben es ja gleich geschafft. Yame, yame, yame. Fuck. Da ist das Ziel. Das ist echt, ich scheiße jetzt ehrlich gesagt auf die Bewertung. Das hat mich jetzt einfach nur abgefuckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin.